Laut oder leise? Laut. Das ist ein Spezialist. Soll ich wirklich? Lass. Keine Ahnung. Soll ich wirklich ganz so? Ja. Steh auf. Schau. Bevor wir dann endgültig zum gemütlichen Teil der Weihnachtsfeier übergehen, ist es ein alter Brauch, dass auch die Trainer nochmal ihre Sicht der Dinge kundtun über die zurückliegende Heimserie. Und so von mir eine Weihnachtsbilanz. Wir sind in einer besinnlichen Zeit. Eine Zeit des Friedens, wo man in sich geht, wo man allen Ärger von sich abprallen lässt, wo man sich auf die schönen Seiten des Lebens konzentriert. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür, das Fest in der Familie. Man hält kurz inne, lässt nochmal das alte Jahr Revue passieren lassen, aber doch mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit. Und so möchte ich das heute auch halten. Im Sommer haben wir sehr kurzfristig uns entschlossen, im Bereich der U13 zwischen der Spielgemeinschaft Eltern und dem Rapid aus Ebelsbach eine U13-Spielgemeinschaft zu gründen. Ein zwischen den Vereinen seit Jahren übliches Prozedere. Wir können jetzt feststellen, sämtliche Mädels und Jungs können Wochenende für Wochenende spielen, können unter guten, zum Teil sehr guten Bedingungen trainieren. 21 Spieler, Spielerinnen haben in der Kreisliga Erfahrung gesammelt, dieses durchlässige System, von dem wir im Sommer gesprochen haben. Die Spieler des jüngeren Jahrgangs trainieren durchgängig, altersgerecht, messen sich aber Training für Training mit denen des älteren Jahrgangs. Sie stehen in permanenter und konstruktiver Konkurrenz zueinander und alle Spielerinnen und Spieler bilden trotz alledem in der Zwischenzeit ein Team. Hier muss man ganz klar sagen, ohne Spielgemeinschaft wäre das von beiden Seiten nicht möglich gewesen. Wir hätten uns im Sommer insgesamt von ca. 12 Spielern trennen müssen.